Heute melde ich mich mal mit einem Gesundheitstipp zum Thema Schnarchen. Die mich kennen, wissen sicherlich, dass ich was vom Schnarchen verstehe. Nicht, dass ich schnarche, nein, ich schnarche schon seit 1994 nicht mehr. Das heißt also 94, 4, 14, 20 Jahre nicht mehr. Denn Schnarchen kann auch Schlafapnoe sein. Was ist Schlafapnoe? Schlafapnoe sind die Atemaussetzer in der Nacht, wenn der Betroffene Luft anhält und dann röchelt. Schlafapnoe kann sehr gefährlich sein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Schlafapnoeker halten die Luft bis maximal 2 Minuten an. Das machen die allerdings beim Ausatmen. Versucht mal, die Luft 30 Sekunden, eine Minute lang anzuhalten. Aber beim Ausatmen, also erst ausatmen und dann die Luft anhalten. Das ist das Problem bei der Schlafapnoe. Wenn wir tauchen, holen wir vorher Luft und tauchen dann. Das ist also das Problem bei der Schlafapnoe. Dadurch steigt natürlich der Blutdruck, es gehen Gehirnzellen kaputt und es ist sehr, sehr gesundheitsschädlich. Fazit ist, Schlafapnoe kann behandelt werden, Schlafapnoe muss behandelt werden. Denn was kann passieren? Man kann den plötzlichen Herztod bekommen, da merkt man nicht viel von. Man kann einen Herzinfarkt bekommen, das ist morgens so zwischen 2 und 4. Da kommt der Notarzt noch wunderbar durch die Straße durch, aber das muss ja auch nicht sein. Aber das Schlimmste ist, man kann durch Schlafapnoe auch einen Schlaganfall bekommen. Und stell dir mal vor, du bekommst, weil du deine Schlafapnoe nicht behandelt hast, einen Schlaganfall und musst dich 20 bis 30 Jahre pflegen lassen. Das wäre für mich der Grund, Schlafapnoe behandeln zu lassen. Und es gibt genug Ärzte, es gibt genug Schlaflabore. Also tu es!